Guten Abend, Herr Vetterer. Wir aus der Tulliwood AG wollten Ihnen eine Frage stellen, und zwar, was können Sie über die Bilder sagen? Ja, natürlich kann ich vieles über die Bilder sagen. Das sind ja meine Arbeiten. Ich arbeite figurativ in der Hauptsache. Es gibt auch einige Landschaften oder andere Arbeiten. Dieses, was mich interessiert, ist der Mensch in seiner, sag mal, schwierigen oder heiteren Lebenssituation. Die verschiedenen, sag mal, Ausdrucksformen. Hier vor dem Blatt, was auch als Einladungskarte verwendet worden ist, das heißt Dusche, logischerweise, da oben ist der Duschkopf, hier fließt Wasser. Was mich hier dran interessierte, ist ein eher, ich sag mal, heiterer Aspekt des Lebens, wie das Wasser, ich sag mal, jetzt dargestellt, so in schwarzen Strichen, über den Körper fließt und mit den verschiedenen Farben in Korrespondenz zu setzen. Hier bei dem Blatt daneben, das ist ein, ich sag mal, eine Figur, die so etwas schwieriger in der Ausdrucksform ist. Wir haben hier, ich sag mal, man kann sich das vorstellen, so eine Art aufgestützter Arm, die Hand. Der Kopf ist eigentlich anatomisch irgendwie überdreht, überzogen. Das heißt, er guckt sehr weit nach vorn. Das bedeutet, dass er entweder, ich sag jetzt gedanklich, sehr intensiv nachdenkt oder in einer schwierigen Situation ist. Und diese beiden Aspekte, das Schwierige, das Komplizierte und das Heitere, das ist das, was ich in meinen Arbeiten versuche darzustellen. Danke. Okay? Vielen Dank.